Hey Leute, ich habe euch ja nun wirklich schon oft genug erzählt, was ich so von den typischen Nachmittagsfernsehprogrammen halte. Am Wochenende dann hatte ich endlich eine plausible Idee, was ich dagegen machen kann. Dass ich darauf nicht schon vorher gekommen bin. Es ist so einfach. Und zwar, ich werde bei ProSiebenSat.1 einbrechen, werde da in der Sendezentrale einmal richtig schön den Zerdebberer raushängen lassen und übernehme die Sendeleitung. Dann, im nächsten Schritt, wird erstmal sofort die gesamte Crew von diesen ich bin zu dumm für einen echten Schauspieljob Fernsehsendungen entlassen. Und dann kann ich mich endlich Leuten widmen, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Wie ich mir das in etwa vorstelle. Hier mal ein kleines Beispiel dafür. We are family. Warnung, der regelmäßige audiovisuelle Verzehr dieser und artverwandter Sendungen führt zu erheblicher Schmelzung ihrer Hirnmasse. Bei rosafarbenen Ausfluss des Ohren und Nase bitte unbedingt Ihren Arzt konsultieren. Viel Spaß! Das ist der ehemalige Klontruppengeneral Henry Hansen. Ah, ich bin Justus. Das ist Henry. Hi. Das ist das ehemalige Klontruppen-Truppenmitglied Justus Hopkins. Er spricht heute das erste Mal darüber, wie es ihm nach dem Ende des Sternenkrieges ergangen ist. Ja, was will man machen, ne? Haben halt versucht, uns irgendwie durchzuschlagen. Will ja auch keiner auf der Straße landen. Genau aus diesem Grund haben sich viele von Justus' ehemaligen Kollegen neue Arbeit gesucht. Naja, also das zum Beispiel der Ted. Ted ist bei der Bank. Hi Ted, wie läuft's? Halt's Maul und geh arbeiten, du Penner. Alter, du hast doch einen kurzen, ey. Die sind Klone, du Vollpfosten. Fuck. Naja, ich selber hab mich eine Weile als Bademodenmodel durchgeschlagen. War aber nicht meine Welt. Das glauben wir gern, wie die schockierenden Bilder beweisen. Eine von uns hat's viel schlimmer getroffen. Schmitty hier, der hat die Sache nie verkraftet. Die kommen, um mich zu holen. Colonel Sam Schmidt fürchtet sich nach wie vor außerirdischen Penispiraten im Obst- und Gemüsefach seines Kühlschranks. Tja, dann haben wir da noch Louis hier. Arme Sau. Einen schlimmen Unfall damals gehabt auf dem Todesstern. Nicht zu fassen. Lieutenant Leonard Louis Lupinski wurde Opfer eines vielgeleiteten Beamstrahl-Prototypen und leidet seither an sogenannter akuter Raumzeit-Sepilepsie. Glücklicherweise hat er einen Job als freiberuflicher Musiker auf 400-Euro-Basis gefunden. Ja, so sieht's aus. Das sind echte, authentische, bewegende Schicksale. Verzeiht. Was meint ihr? Was fehlt einfach im Fernsehen? Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, was für eine Sendung würdet ihr produzieren? Verratet mir in die Kommentarskis. Ich latsche jetzt eine Runde nach Köln und lass ProSiebenSat.1 hops gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.